So, hallo und herzlich willkommen zum großen Enthüllungspart von Portal 2. Denn wir haben es im letzten Part schon angeteasert. Wir werden heute zwei interessante Menschen kennenlernen. Zumindest hat uns das GLaDOS versprochen. Und werden wir heute in Angriff nehmen. Wahrscheinlich unsere Eltern. Nach dem nächsten Test wartet eine Überraschung auf dich. Seht ihr? Aber ich verrate nichts. Nur so viel. Du triffst zwei Menschen, die du lange nicht mehr gesehen hast. Habe ich euch zu viel versprochen? Nein, denn heute geben wir uns ganz besonders Mühe mit dem Test, um dann diese zwei ominösen Menschen kennenzulernen, die ja den gleichen Nachnamen tragen wie wir. Wir können ja schon mal überlegen, in welcher Farbe wir einen Turret bestellen, wenn wir mal einen bestellen. Ach hier, der schwarz-weiße sieht eigentlich ganz cool aus. Oh, es gibt jetzt hier. Oh, hier, Karo ist auch geil, oder? Oh, der ist umgefallen. Ja, könnt ihr euch ja überlegen, jetzt habt ihr gesehen. Also so Brick-Design ist auch geil, oder? Oder Holz, auch nicht schlecht. Ja, Leopard, auch cool. Leopard, wer stellt sich denn Leoparden-Dings dahin? So. Oh, wow, wow, jetzt mach mal halblang hier. Mach mal halblang hier, ja? Was ist denn? Wir haben ganz schön geguckt. Aha. Wow, ja, jetzt... Spiel mal nicht so verrückt. Ja, da würde ich doch mal sagen, machen wir euch mal kaputt, ne? Na, warte, vielleicht machen wir das eher... Warum ist denn das so tief? Muss das so sein? So. Hallo, eine Überraschung für euch. Achtung! Oh, 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 sowas aber auch, ne? Das tut uns jetzt schon ein bisschen leid, ne? Da bin ich nicht, oder was? Auch nicht schlecht. Oh, den legen wir mal hier hin. So. Und den legen wir auch mal dahin, weil den brauche ich jetzt nochmal schnell. So. Und machen wir so. Das hier kenne ich, Gott sei Dank. Ne, warte mal, wir müssen nämlich so machen. So. Und dann können wir den nämlich nehmen, um den da auch kaputt zu machen. Zack. Und jetzt ist nämlich... Oh, welch Wunder, das Gitter ist auf. Ja, den kannte ich schon, ne? Den verpassen wir nicht. Geil, oder? Eine Live-Performance der Turrets. Oh, guck mal, da ist ein assiger, kleiner, dicker Turret. Geil. Dass wir das Lied mal schön hören können. Ja, was für eine Performance, oder? Können wir hier Applaus, oder? Müssen wir alle mal mitklatschen hier. Die haben sich echt Mühe gegeben, haben sich sogar eine Performance einfallen lassen hier mit ihren süßen, hochgefährlichen MG-Armen. MG-Arme, wie geil ist das denn, MG-Arm zu haben? So.
glaube, das funktioniert jetzt hier durchs Glas. Zap-zap und bumm. Und du explodierst auch noch. Ah, da kommen wir gar nicht mehr dran. Ah, doch, haben wir doch noch erwischt. So, wir drehen das mal um, beziehungsweise wir können ja einfach so machen, ne? Und ach so, jetzt müssen wir. Aha. Machen wir hier so, ne? Und na bitte, geht doch. Tja. So, GLaDOS, ich finde, den Raum haben wir sehr zufriedenstellend gelöst. Vielleicht nicht in Rekordzeit, aber da haben wir uns doch jetzt eine Belohnung verdient, oder? GLaDOS, wie war das jetzt hier? Zwei Personen mit meinem Nachnamen nach dem Test? GLaDOS? Irgendwie habe ich ein ungutes Gefühl, wenn die nur so blöd summt. Der nächste Test wurde von einem der Nobelpreisgewinner von Aperture erstellt. Ich weiß nicht, wofür der Preis war. Jedenfalls nicht für Immunität gegen Nervengift. Ja, der war schon lustig, GLaDOS. Aber jetzt mal im Ernst. Wo sind meine Eltern? Du hast mir was versprochen, du blöde Ziege, du. Was ist das denn hier eigentlich? Geht Tor auf, Teppich ausgerollt, rollt wieder zu. Der geht winkend unter. Super. Also, GLaDOS, ne? Also, jetzt hast du es schon wieder so ein bisschen verspielt, ne? Du kannst doch hier. Das ist ja wie mit dem Kuchen. Den Kuchen gab es nämlich auch nicht. Wahrscheinlich gibt es meine Eltern auch nicht. So, was machen wir denn hier? Ah, guck mal, da ist. Da ist sogar das. Oh, da müssen wir mal hin. Da ist ja echt das Glas. Kick mal, ich kann da sogar ein Portal hinmachen. Ich komme da nicht durch. Boah, ach so. Die Musik wird immer so mysteriös, wenn man hier so ein Stück weiter hinten steht. Musik, da fällt mir ein, ich habe da irgendwie im Part 2 habe ich es ja irgendwie mit dem Radio versaut. Da hat ja Sodius auch geschrieben, ich hätte da irgendein Radio mitnehmen sollen. Keine Ahnung, was ich damit hätte anstellen sollen. Was machen wir denn jetzt hier? Kann ich denn hier hin? Tja. Ich glaube, das ist auch nur Verarschung hier, oder? Warum haben die das denn so gemacht? Hier ist eine Tür. Ja, ne? Mal zurückgehen. Ach, guck mal. Ah. Ah, guck mal, schau. Guck mal, schau, ja. Schau, guck mal. Bin ich
ich auf jeden Fall hier drüben. Ich habe schon gedacht, dass wir da nicht durchkommen. Da war die Treppe hier hinauf. Aha, jetzt sind wir irgendwie hier. Wieder dieses This is a thing like seeing only not with my eyes. Ich verstehe halt nicht, warum das so seltsam gemalt ist. Also hier eine weiße Kugel, wo sich. Ich interpretiere das jetzt mal auch irgendwie als Augen, die dann eine immer größere Pupille bekommen. Irgendwie verstehe ich das noch nicht ganz hier. Bell invites. Hear the turret. For this kneel. That summons to heaven. Or to hell. Was ist denn für eine Glocke? Was ist das denn hier schon wieder? Hier auch schon wieder diese Kugel. Eine Art Vollmond, der zum Mondfinsternis sich wandelt, oder? Bis die Augen komplett zu sind. Dann was lädt die Glocke ein? Ich bin echt zu dumm für sowas. Aber dafür habe ich ja euch, ne? Und ihr könnt mir schöne Kommentare schreiben, was ihr denn da hinein interpretiert, ne? So machen wir das nämlich. So, was haben wir hier? Was für ein Ding? Huh. No coffee, no work. Ah, jetzt haben wir's. Was haben wir hier? Like work. Was? Was? I like work. I just hate my boss. Ah, ja. I need a hug. Oh. Oh, hier. Und eine... Ein Becher voll Tank. Ja, so, jetzt nicht alle lesen, oder? Das sind ja sau viele. Coffee Nut. Was für ein Ding? Alpha Mail. Achso, okay. Oh, hier. I love my dad, oder was? First dad, oder was? Ja. Okay. Gibt's denn hier so viele Tassen? Was hat das denn zu bedeuten? Ah, hier war die geheime Raucherecke. Ah, das wird's gewesen sein, oder? Das wird's gewesen sein. Ja, aber gut. Haben wir ein bisschen Zeit jetzt verplempert. Wir müssen mal weiter, wa? Was? Habe ich jetzt schon zu viel? Was? Haben wir jetzt... Hä? Habe ich jetzt meine Stoppuhr falsch gestoppt? Oder haben wir schon wieder 14 Minuten verballert? Scheiße, habe ich jetzt irgendwas verkehrt gemacht? Doch jetzt, habe ich jetzt 14 Minuten verballert? Das war doch jetzt nur die... Haben wir einen Raum davor gehabt? Ja doch, wir haben einen Raum davor gehabt, ne? Hm. Na gut. Gut.
Gut, hier vielleicht, ne? Und da. Und wir gucken mal hier. Oh, jetzt bin ich ganz runter. Oh, jetzt ist zugegangen. Vielleicht sollten wir jetzt noch mal. Was ist denn hier jetzt los? So. Ah, der ist jetzt auch zu. Ach, na gut. Oh, Vorsicht hier, Vorsicht. Guck mal hier, vielleicht kann man da auf den da drüben. Ja, das geht bestimmt nicht gut hier. Ach, komm schon. Nee, ich glaube, das wird nichts mehr hier. Okay. Was machen wir denn dann? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Was haben wir denn jetzt hier? Was haben wir denn jetzt hier zu tun? Okay, der macht die Tür auf. Legen wir den Würfel da drauf, ne? Also müssen wir den unterbrechen. Das ist auch kein Problem. Das kriegen wir hin. Machen wir so und so. Jetzt drüber, ja, ne? Liegt drüber. So, dann stellen wir uns hier drauf, ne? So, oder? Und dann machen wir so. Ich wette, du denkst, ich habe deine Überraschung vergessen. Ja. Falsch. Wir gehen direkt darauf zu. Nach all den Jahren. Bei dem Gedanken kommen mir die Tränen. Na, du hast gesagt, nach dem nächsten Test, GLaDOS. Ich bin da jetzt ein bisschen bockig auf dich. Das muss ich jetzt mal sagen. Ich fühle mich so ein bisschen verarscht von dir. Ich habe keinen Kuchen gekriegt, keine Eltern gekriegt hier. Ich muss immer wieder weiter testen. Reh habe ich auch noch nicht gesehen. Ja. Aber irgendwie. Irgendwie veräppelst du mich. Guck mal hier, die Überraschung. Hallo? Es sind aber viele. Eieieiei. Eieieiei. Gibt's jetzt Überraschung? Überraschung in 3, 2, Geil. 1. Ich habe gelogen. Überraschung? Ach komm, falls es dich glücklicher macht. Sie haben dich als Baby verstoßen, also glaube ich kaum, dass sie dich sehen wollen würden. Ja, da fällt mir nichts zu ein, oder? Echt mal GLaDOS. Bitte mal alle jüngeren Zuschauer mal kurz muten. GLaDOS, fick dich, ja, fick dich, Mann! So, jetzt können wir weitermachen. So. Oh, das sieht ja komplex aus hier. Kann ich hier durch? Ich kann, na doch, ich kann hier durch. Meine Güte, hier muss man ja ganz schön viel machen jetzt, wa? So, was haben wir denn hier für Elemente? Wir haben da wieder so einen Würfel zum Umlenken, eine Sprungplattform. Da gibt es noch einen Würfel zum Umlenken. 1, 2, 3. Hier gibt es vier so Laserdinger, wo wir den Strahl reinmachen müssen. Und der muss wahrscheinlich da hinten noch rein. Also insgesamt 1, 2, 3, 4, 5. Wir haben da hinten ein Turret. Zu dem komme ich, glaube ich, nicht so einfach hin. Und
komme ich halt noch nicht drauf. Ja. Wie kriege ich denn die Würfel daraus? Ah, da hinten sind Schalter. Okay, wie kommen wir da jetzt hin? Guck mal, da hinten ist vielleicht auch was. Oh nein, da ist nichts. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Gut. Jetzt muss ich echt mal kurz überlegen, wie komme ich denn jetzt darüber? Wie. Hä? Hä? Wie jetzt? Hä? Was haben wir? Wir haben das Element Brücke. Na, ist ja kein Element, aber. Aber. Hä? Ich glaube, ich bin. Oh, oh, oh! Ich glaube, ich bin zu doof. Hä, wie komme ich denn da jetzt rüber? Oh mein Gott, jetzt muss ich ja echt nachdenken hier. Oh mein Gott, damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Also ich muss da rüber. Schon klar. Ich muss da hoch. Schon klar. Allerdings bin ich zu blöd, jetzt mich da hochzukriegen. Wie mache ich denn das jetzt? Oh mein Gott. Bin ich jetzt echt so dumm? Warte mal, wir ändern nochmal die Perspektive, oder? Perspektive ändern hilft immer. Ja. Brauche ich erstmal den Schalter oder? Aber mit dem Strahl kann ich nichts machen, ohne die Würfel da zu haben. Oh Gott. Hä? So, wie komme ich da hoch? Oh mein Gott, jetzt bin ich echt zu so blöd. Alter, wo habe ich denn jetzt den Denkfehler? Gibt's doch gar nicht. Ist da eine Sprungplattform vielleicht? Übersehe ich hier irgendwo was? Was ist denn da vorne? Was sieht man denn da? Ich glaube, da ist. Aber wenn ich jetzt davor gehe, sterbe ich doch. Au, 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 au. Ja, ich bin Noob, Alter. Ich bin LOL, Alter. Ja. Es tut mir so leid. Ich war gerade so auf die Brücke fixiert. Alter Schwede. Okay. Wir haben. Scheiße. So, wie kriege ich denn die jetzt? Alter, ich glaube, ich habe jetzt Denkblockaden hier, oder? Das kann auch nicht wahr sein. Da ist keine weiße Wand. Wie kriege ich dann die jetzt? Die fliegen da und knallen da gegeneinander und fallen ins Wasser. Ach, ja, hör auf. Ey, wenn das jetzt wieder so ein. Ich glaube, ich muss Pause machen. Das gibt's doch gar nicht. Ich bin echt zu blöd für diesen Raum. So, das müsste es doch sein, ne? Zack. Na bitte. Meine Güte, ey, ich bin manchmal echt. Also man macht sich's auch gerne mal schwerer, als es sein muss, oder?
So, so. Wenn ich das jetzt so mache, kann ich... Bringt mir das nichts, weil ich muss den ja irgendwie umlenken. Also das müssen wir irgendwie mit einem Portal machen. Warte mal, eigentlich würde ich gerne mal den Turret erstmal wegbekommen. So. Also was ich mir schon mal vorstellen kann, hier müssen wir irgendwie einen Würfel hinlegen, ne? Weil der Strahl muss ja dann da rein. Ich habe ein komisches Gefühl wegen der Überraschung. Das war's schon. Wir sollten besser deine Eltern anrufen. Die Eltern, die Sie anrufen möchten, lieben Sie nicht. Legen Sie auf. Ach, GLaDOS, ey. Aber eindrucksvoll. Ja, fick dich, GLaDOS, ey. Telefongesellschaft. Ich bin jetzt demotiviert. Ich habe mich blöd angestellt in dem Test. Ich habe meine Eltern nicht bekommen. Ach, scheiße, ja. Ja, manchmal denkt man halt wirklich über 10 Ecken, ne? Anstatt das mal, ich wollte da jetzt unbedingt mit der Brücke irgendwie rüber. Oh, was ist denn jetzt? Wie geht's? Ich was? Hab mich wieder in die alte Nanobot-Riege eingeschleust, die den okay. Schacht neu aufbaut. Die sind alles winzig klar. Klein darum. Oh, ich weiß, Jerry. Nein, ich mach grad Pause, Kumpel. Pause. Ah! Halte durch, nur noch 5. Was, Jerry? Du kannst mich deswegen nicht feuern. Jerry, wenn deine Leute nicht so engstirnig wären, würden sie auch einen Nanobot von meiner Größe akzeptieren. Intolerantes Pack. Wir sehen uns vor Gericht wieder. Und du, halte durch. Noch 5 Kammern. Okay, noch 5 kann man. Wird schon. Wenn ich mich nicht so blöd anstelle. Ja, wie gesagt, ich wollte halt unbedingt irgendwie mit der Brücke rüber und dann habe ich mich da so drauf versteift. Komödie ist Tragödie plus Zeit. Und du hast ewig lange geschlafen. Also ist es sogar ziemlich komisch, wenn du es ausrechnest. Ja, GLaDOS, irgendwie wirst du jetzt ein wenig unsympathisch. Mach dich noch weiter drüber lustig. So. Okay, was machen wir denn jetzt hier? Aber wieder ganz, ganz viele Würfel. Können wir uns ja erstmal alle holen, oder? Ich gehe aber mal runter. So. So. Oder hätte ich den gar hier liegen lassen sollen? Nee, oder? Nee. Was haben wir denn hier noch? Ah, scheiße. Da wollte ich eigentlich gerade reingucken. Jetzt haben die sich schon wieder geschlossen. Blöden Dinger. So, was haben wir denn hier? Da mal einen Würfel hinlegen. Machen wir mal, oder? Wir nehmen mal einen Würfel mit hier hoch und den legen wir jetzt mal hier hin. So. Was ist das hier? Stille Ecke. So, ich sehe auch keinen Weg, mich in diese Glasscheibe hinein zu katapultieren. Ich würde mal... Quatsch, oder? Ich komme da ja ganz hoch, siehst du? Aber vielleicht. Ah, siehst du. Ah, ja. Gut, jetzt habe ich schon mal 2. Ne? Ach so, guck mal, ich brauche. Ich habe ja nur einen Laser. Ah, check ich ja jetzt erst. Okay. Okay.
Dumm-di-dumm. Da müssen wir wahrscheinlich einen da hinlegen. Und... ja, ich hätte jetzt gedacht, noch einen dahin, dass ich den Strahl von da nach da nach da bekomme. Das ist so die Frage, wie komme ich denn da hoch? Das halt erstmal wieder so. Und ich dann danach, oder? So, er bleibt oben, ne? Alles klar. So, jetzt will ich da irgendwie hoch. Ich muss jetzt nur gucken, wie wir das jetzt anstellen. Ja, so nicht. Aha. So. Dann machen wir den darüber. Ich hoffe, das ist richtig. Aber ich glaube schon, oder? Müsste so gehen, ne? Oh, 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 oh. Psst. Na, nicht ganz. So, machen wir die erst noch kaputt. Ja, siehst du? Siehste, so geht's nämlich. Ha. Dann kann man da wieder hin und da hin und jetzt muss ich. Nee, da muss ich schon gucken, ne? Ah, shit. Warte. Ach so, au, ei. Au. Oh. Verdammt. Wir haben Helm auf, oder? Gott sei Dank. Nein! Ach scheiße, was hab ich... Ach so! Oh, fuck! Ach fuck, ey! Ach Mann! Okay. Dann müssen wir mal dahin. Ah, wieso hab ich denn das übersehen? Wie das jetzt Zeit gefressen hat. Gut, jetzt müssen wir nochmal da hoch. So. Jetzt ist die Tür auch offen. Meine Güte. Wie kompliziert das manchmal ist. Ach, siehst du, so geht's doch auch, oder? Ah, ich mach mir das immer komplizierter, als es eigentlich sein muss. Ich hätte doch auch einfach genau da so Schwung holen können, wie jetzt. Meine Güte, ey. Aber jetzt wissen wir was. Und wenn ich jetzt wieder eine Woche Spielpause habe, habe ich es wieder vergessen. Ich habe über unsere Situation nachgedacht. Echt? Und die optimale Lösung für einen von uns gefunden. Ach, erzähl doch nicht. Was ist denn die optimale Lösung, GLaDOS? Huh? Was ist es denn? Na, erzähl's mir doch. Ach so, du lädst ja. Da kannst du ja nicht reden, wenn du lädst, ne? Ja, dummer Computer. Unseren Bestimmungen zufolge muss ich dich warnen, dass die nächste Testkammer sehr gut aussieht. Ganz recht, die Anlage ist wieder voll funktionstüchtig. Ja, da haben wir wieder unseren Teaser, denn die sehr gute Testkammer werden wir leider erst beim nächsten Mal sehen. Ja, schreibt mir doch wieder schöne Kommentare, wenn ihr möchtet. Ich würde mich sehr, sehr freuen und schaltet meine anderen Projekte und ansonsten hören wir uns... entweder in einem anderen Projekt wieder oder wahrscheinlich dann übermorgen schon nächsten Part Portal 2. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und ja, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bye bye, euer Längster.